Marktcheck deckt auf. Das Geschäft mit unseren Haustieren. Na, dann schauen wir doch mal. Ordnungsamt, Landeshauptstadt Wiesbaden. Guten Tag. Sie verkaufen hier gerade einen Hund? Hundeverkauf auf offener Straße. Ein Welpe nicht registriert, ohne gültige Papiere. Es ist im Prinzip wie beim Drogenschmuggel. Das kriegen Sie nicht in den Griff. Passiert das so oft? Also ich gehe leider stramm auf die 40 zu. Mir wurde noch nie auf offener Straße ein Hundewelpe angeboten. Und ich würde ganz viel Geld darauf wetten, dass auch keiner, der das hier sieht, so eine Situation jemals erlebt hat. Na gut, gucken wir mal weiter. Unsere Reporterinnen machen sich auf die Spur der Welpenmafia. Verfolgen die Händler bis ins osteuropäische Ausland. Und sie merken bald, im illegalen Hundehandel steckt das ganz große Geld. Und da würde ich denken, okay, das kann es geben, ja, glaube ich auch. Glaube ich aber eher aus der anderen Richtung. Ich glaube, das kommt eher so aus der Tierrettungsszene, oder? Gibt doch ohne Ende Vereine, die Hunde aus Griechenland und aus sonstigen Ländern. Ich habe sogar schon gesehen, dass aus der Schweiz Hunde gerettet werden müssen, weil die Schweizer angeblich so schlecht mit ihren Hunden umgehen. Also die Deutschen, die retten ja Hunde aus der ganzen, aus ganz Europa holen die deutschen Hunde zu sich, weil die da gerettet werden müssen, weil in allen anderen Ländern außer in Deutschland die Hunde ganz schlecht gehalten werden. Und die Vereine, die leben ja davon, Hunde zu retten. Und da glaube ich schon, da muss auch Nachproduktion kommen. Die retten ja ohne Ende. Und wenn die Straße abgegrast ist, glaube ich auch, dann müssen die nachgezüchtet werden. Ich glaube, aus der Ecke kommt das vor allem. Besonders in Zeiten von Corona, der Haustiermarkt boomt. Auch Meerschweinchen, Häschen und Co. sind begehrt wie nie. Unsere Reporterinnen schauen sich in großen Zoohandlungen um. Das Video ist übrigens ein bisschen älter, wie ihr seht. Ich glaube, Biden hat im Vorbeigehen gesagt, Pandemic is over, hat er so nebenbei gesagt, seitdem ist die Pandemie vorbei. Zu Zeiten des Videos gab es die Pandemie noch. Erinnert ihr euch noch? Corona. Das tödliche Virus Covid-19. Wir haben es überlebt. Woher kommen die Tiere und wie gesund sind sie? Was nicht passieren darf, ist, dass kranke Tiere verkauft werden. Und hier handelt es sich auch um Krankheiten, die man hätte sehen müssen. Krankheiten, die sogar auf den Menschen übertragbar sind. Wer kontrolliert die Züchter? Und wer verdient mit unserer Tierliebe? Marktcheck deckt auf. Das Geschäft mit unseren Haustieren. Krankheiten, die sogar auf den Menschen übertragbar sind. Da gibt es jetzt eigentlich nur Salmonellen. Ja. Das ist jetzt ja ein großes Thema. Zoonosen. Corona ja angeblich auch eine Zoonose gewesen. Oder nee, nicht angeblich, es ist eine Zoonose. Da ist inzwischen auch relativ fraglich, ob das mit den Fledermäusen zusammengehangen oder zusammengehongen, wie auch immer. Jedenfalls das Thema Krankheiten vom Haustier auf Mensch. Bei Schlangen wird das immer ganz gerne gebracht. Schlangen können ja angeblich auch Salmonellen übertragen. Das können prinzipiell alle Haustiere, ja. Meine Hündin kommt auch ständig an und küsst mich und schlägt mich ab. Bei der ist das Risiko, denke ich mal, nochmal weitaus höher, als wenn ich jetzt Reptilien halte oder ein Meerschweinchen. Das Risiko mit Salmonellen besteht prinzipiell bei allen Haustieren. Und ja gut, aber wir Menschen halten Haustiere halt auch schon seit Hunderten von Jahren und ist jetzt heute nicht höher als vor 100 Jahren das Risiko. Das Risiko besteht, ja. Kann man mal drüber reden. Am besten sachlich und nicht mit so einem Quatsch. Ich halte das Risiko für recht überschaubar.
Grenzkontrolle an der A3 in der Nähe von Passau. Eine der wenigen 24-Stunden-Kontrollstellen in ganz Deutschland. Die Bundespolizisten halten hier Ausschau nach illegalen Einwanderern. Doch bei ihren Kontrollen stoßen die Beamten immer häufiger auch auf geschmuggelte Tiere. Haben Sie Dogs dabei? Animals? Nein, Animals. Okay, fahren Sie mal bitte in den Parkplatz in die Kontrollstelle. Okay, reinfahren, ja. Warum haben Sie den jetzt angehalten? Aufgrund vom Kennzeichen, serbisches Kennzeichen. Und dann, sag ich mal, auch viele Personen drin. Ja, genau. Und das ist so, also auch älterer Transporter und so, die fallen einfach ins Raster. Ja. Die Beamten verlassen sich bei der Kontrolle auf ihr Gespür, ihre jahrelange Erfahrung. Da auf die rechte Seite der Parkplatz, ja. Geschmuggelt wird alles. Tiere, Drogen, Medikamente. Die Beamten schauen ganz genau hin und gehen jedem Detail nach. Was ist da drin? Hallo? Ja, das ist Essen. Ja, von Mutter also. Okay. Die Beamtin glaubt es ihm. Er darf weiterfahren. In diesem Auto finden die Beamten eine Box für Tiere. Hier, die Katze, die sitzt vorne. Ja. Nur mit einem gültigen europäischen Heimtierausweis dürfen Tiere nach Deutschland einreisen. Diese so einen hat meine Bulldog tatsächlich auch. Katze reist anscheinend legal, muss aber in die Transportbox. Sicherheit geht vor. Diese Feststellung von Tieren ist eher so ein Beiwerk für die Bundespolizei. Also wir suchen jetzt nicht direkt nach solchen Tieren, sondern stellen die einfach im Rahmen der ganz normalen Kontrolle auch fest. Während unserer Dreharbeiten erwischen die Beamten illegale Einwanderer, finden verbotene Medikamente und polizeilich gesuchte Personen. Bei ihren Stichproben fallen ihnen dieses Mal keine geschmuggelten Tiere in die Hände. Ganz anders hier. Ein unscheinbarer Parkplatz bei Ulm. Ende August. Ins Visier der Zollbeamten gerät ein weißer Transporter mit knapp 100 Hundewelpen und Katzenbabys, eingepfercht in engen Gitterverschlägen. Angeblich ist der Fahrer auf der Durchreise nach Spanien. Bei der Kontrolle der Heimtierausweise stellen Zollbeamte und Tierheimmitarbeiter Unregelmäßigkeiten fest. Die Angaben in den Ausweisen scheinen nicht alle zu stimmen. Einige Tiere sind zu jung und zu krank. 27 Hundewelpen werden beschlagnahmt. Mit den übrigen Tieren darf der Mann weiterfahren. Im Tierheim Ulm landet ein Teil der beschlagnahmten Welpen. Sie dürfen keinen Kontakt zu anderen Hunden haben, müssen erstmal in die Quarantänestation. Unsere Reporterin darf nur mit Schutzkleidung zu ihnen, denn die Welpen waren ungeimpft, könnten Krankheiten wie Tollwut übertragen. Der Tierarzt hat auch noch extrem hartnäckige Darmparasiten festgestellt, die auch auf den Menschen übergehen können. Die rettende Behandlung kommt gerade noch rechtzeitig für die Kleinen. Da waren Welpen drunter, die waren erst mal so 6 Wochen ungefähr. Ja? Also schon zu früh auch von der Mutterhündin weg. Und im Ausland spielt es halt da in der Regel keine Rolle, wenn es Ware ist. 3 Monate müssen die Welpen nun in Quarantäne bleiben. Und die Hundeschmuggler? Gegen das Transportunternehmen und den Besitzer der Welpen läuft ein Bußgeldverfahren. Doch weil er aus der Slowakei kommt, könnte es für die deutschen Behörden schwierig werden, das Geld einzutreiben. Das illegale Geschäft mit den Hundewelpen wird Schmugglern viel zu einfach gemacht, meint die stellvertretende Vorsitzende der Deutschen Juristischen Gesellschaft für Tierschutz, Richterin Barbara Felde. Es ist ein lukratives Geschäft, auch für Verbrecher,
Hunde unter schlimmen Bedingungen zu züchten, zu vermehren in Ländern, in denen der Tierschutz nicht ganz so hoch gehalten wird wie in Deutschland, und diese Tiere dann übers Internet, was das Ganze noch sehr viel einfacher macht. Hunde können anonym über das Internet in ganz Europa verkauft werden, und dann braucht es nur noch den Transport, nachdem man sich an keinerlei Rechtsvorschriften gehalten hat. Die Tiere sind meistens zu jung, die Tiere sind meistens krank, überhaupt nicht sozialisiert. Das sind ganz, ganz große Probleme. Wichtige Impfungen fehlen, gegen Tollwut zum Beispiel. Das kostet natürlich alles Geld. Das will man nicht ausgeben, natürlich um die Gewinnmarge so hoch wie möglich zu halten. Die Hundehändler umgehen die Kontrollen der deutschen Behörden und auch die strengeren Standards in Deutschland. Wer sind die Leute, die Hundewelpen über das Internet verkaufen? Unsere Reporterinnen geben sich als Interessentinnen aus, durchforsten die verschiedenen Tierbörsen im Internet. Und sie finden sämtliche Hunderassen. Welpen direkt zum Mitnehmen oder zum Bestellen. Die Beschreibungen der Tiere nichtssagend. Fotos der Elterntiere? Fehlanzeige. Und die Bilder sind so. Ein kleiner Yorkshire Terrier, 3 Monate alt, 850 Euro Festpreis. Wir rufen den Anbieter an, wollen mehr über den Hund wissen. Haben Sie den in Deutschland gekauft oder wo haben Sie den gekauft? Das ist eine private Frage. Wo? Die haben eine Kamera laufen, die haben ein Handy dabei. Warum ist das ein nachgesprochenes Gedächtnisprotokoll? Die könnten entweder den Text dahin schreiben, die könnten den Text nachsprechen, aber warum tun die so, als ob sie das ganze Ding da nicht aufgenommen hätten? Solche Chosen immer, immer, das ist Fernsehtaktik. Das ist so eine scheiß Fernsehtaktik. Es gibt keinen Grund, dass man da ein Gedächtnisprotokoll anfertigen muss, wenn man die ganze Scheiße filmt und aufnimmt. Da ein Gedächtnisprotokoll daraus zu machen, gibt nur einen Grund. Man möchte den ganzen Kram halt ändern. Man möchte das so machen, dass es ins Drehbuch passt. Darum macht man ein Gedächtnisprotokoll. Einen anderen Grund dafür gibt es jetzt nicht. Guck mal, das sind persönliche Daten. Ich verkaufe den Hund, ich habe den Hund hier von Deutschland, aber so viele Fragen, ich weiß nicht warum. Woher der Hund kommt, will er nicht sagen. Krass, ne? Dann entdecken wir sogar einen American Staffordshire Terrier aus der Kategorie gefährlicher Hund. Den darf man nur mit einer Genehmigung halten, unter strengen Auflagen der Behörden. Ach so, das heißt, Sie haben ihn selber als Welpen gekauft? Nee, mein Bruder hat ein Welpe und der hat schon 9 Kinder gehabt. Ah, okay. Dann habe ich von ihm 2 genommen und er hat die anderen weggegeben. Bei so Freunden und Bekannten. Ah, und hab ich, alles klar. Der hat mir sehr gefallen, Farbe und so. Ja, mir hab auch. Ich gesagt, ich behalte das. Ja. Ach super, aber können Sie mir vielleicht Ihre Adresse schicken? Die haben jetzt meine Nummer. Ja, das ist gerne, das kann ich machen. Also ich schicke Ihnen die Adresse, wo kann man uns heute treffen, wenn Sie möchten. Dann bis später, sagen wir so. Bis dann, tschüss. Ciao. Ein Treffpunkt, sehr dubios. Treffpunkt soll in einem Wohngebiet in Wiesbaden sein. Nun gilt es, keine Zeit zu verlieren. Wir informieren die zuständige Polizeidienststelle. Denn die Rasse darf hier so eigentlich nicht verkauft werden. Wir wollen den Welpenhändler mit Hilfe von Polizei und Ordnungsamt überführen. Und da ist er auch schon. Auch wenn man es dem niedlichen Welpen nicht ansieht, er ist ein sogenannter Listenhund. Umgangssprachlich auch Kampfhund genannt. Wenn der Hund aus dem Ausland kommt, nicht registriert ist oder keine Papiere hat, ist das strafbar. Ach Gott, bist du süß! Ich
bin nicht so in der Hundeszene drin. Ich verfolge sie nur von außen, aber die Absurdität des Ganzen hier wird mir dennoch bewusst. Man kann kritisch zu einem stehen und so. Ich weiß, es ist ein heikles Thema, Listenhunde und so. Aber einen einfachen Kerl da jetzt nach Deutschland dahin zu locken, in so eine Situation zu bringen, der ist ja kein Betrüger oder so. Der ist nicht kriminell. Der ist kein Betrüger. Der möchte einen Übergabeort haben, vernünftig. Er will seinen Hund da verkaufen. Der macht alles fein, der Kerl. Ist ja kein Betrüger, der jetzt irgendwie Geld will und nichts bringt oder so. Das ist schon wieder so eine richtig miesige Scheiße, die da abläuft hier, ne? Ach, naja. Ja, das ist er. Aber sowas wolltest du doch, oder? Ja. Sie wohnen jetzt hier nicht, oder? Doch. Doch, da unten an der Straße, aber da ist nicht so viel Platz. Er präsentiert uns sogar einen angeblichen Impfpass. Der ist aus Italien. Ah ja, okay. Hier steht seine Rasse. Ja. Weiß mit Marron, seine Farbe. Ja. Weiß mit Marron. 1.400 Euro will er für den Welpen haben. Die erforderlichen Papiere hat er nicht. Guten Tag. Ordnungsamt Wiesbaden, Sie verkaufen hier gerade einen Hund? Also der da. Ach, das ist aus dem Einstiegsding, von wegen, wo ich gedacht habe, da verkauft jemand einfach Hunde auf der Straße, okay. Ja gut, war also auch im Einstieg schon eine miese Nummer von denen, alles klar. Dame wollte den normalerweise haben, den aber... Okay, haben Sie Papiere? Auch eine Genehmigung für das Halten eines solchen Listenhundes kann er nicht vorweisen. Aber er ist doch ein Baby, kein Kämpfer. Hunden kommt. Unerheblich, ob der 3 Tage alt ist oder 4 Jahre oder 16 Jahre. Keine Papiere. Das reicht den Beamten schon, um den Hund zu beschlagnahmen. Hat der Mann noch weitere Hunde dabei? Die Beamten begleiten ihn zu seinem Auto. Keine weiteren Tiere. Dafür ein anderes Problem. Der Hundehändler kann sich nicht ausweisen. Wir haben einen illegalen Listenhund, der nach wie Hessen eingeführt worden ist. Und wir stellen den Hund jetzt sicher. No front, aber Ordnungsamtleute sieht man schon an, dass sie es nicht zur Polizei geschafft haben, oder? Deswegen, bei ihm ist halt jetzt unklar, Wohnsitz ist unklar. Also er kommt aus Rumänien, hat keine Papiere mit dabei, wohnt bei einer... Bekannten in Frankfurt. Die Kollegen werden jetzt von den Personalien feststellen und dann wahrscheinlich mit so auf die Wache nehmen. Später erfahren wir, dass seine Angaben zum Wohnort nicht gestimmt haben. Die Beamten finden Fahrzeugpapiere für mehrere Autos und Autoschlüssel im Wagen des Welpenhändlers. Der Verdacht, er könnte auch noch in Autoschiebereien verwickelt sein. Für den beschlagnahmten Welpen geht es erstmal ins Tierheim. Hier gibt es eine Extrastation für solche Notfälle. Hier ist der Schiff. Gehen wir gerade mal rein. Sorry, ich kenne die ganze Debatte von wegen Listenhunden und so, ja. Aber wie lächerlich ist das bitte, dass sie den kleinen Pupsi-Dog da. Naja, okay. Ja, komm alles schon vor. Listenhunde müssen in Deutschland registriert sein und einen Chip mit einer Identifikationsnummer unter der Haut tragen. Nee, der ist nicht gechippt. Ja. Also nicht gechippt? Nee, kein Chip. Kein Chip, okay. Das bekräftigt den Verdacht, dass der Hund illegal eingeführt wurde. Also der bleibt jetzt erstmal hier, weil der wird wahrscheinlich, wenn wir Pech haben, ein bisschen rumheulen gleich, weil er alleine ist. Und morgen werde ich dann meinen geimpften Hund dafür opfern. Aber den können wir halt jetzt erstmal nicht zum anderen Hundewelpen. Ich muss jetzt erstmal gucken, was das Veterinäramt am Montag sagt, ja. Und was das Ordnungsamt dazu sagt. Erstmal muss der kleine Welpe in Quarantäne bleiben. Die Behörden der Stadt Wiesbaden werden entscheiden, wie es mit ihm weitergeht. Er braucht dringend alle vorgeschriebenen Impfungen. Eine
unserer Reporterinnen macht sich auf den Weg in die Slowakei. Wir haben einen Tipp bekommen. Ein Welpenhändler, der deutschen Tierschützern schon mehrfach aufgefallen ist. Im vergangenen Jahr wurde ein Welpentransport von ihm in Deutschland gestoppt. Auch hier ermittelt die Staatsanwaltschaft. Eine Stunde südlich der Hauptstadt Bratislava wohnt er in einem kleinen Dorf. In einem stattlichen Anwesen. Unsere Reporterin möchte sich als Interessentin ausgeben, vorgeben, einen Welpen kaufen zu wollen. Doch das ist gar nicht mal so einfach. Hier gibt's noch nicht meine Klinge. Aber die Hunde bemerken uns. Guten Tag. Ja, bitteschön. Wir haben gehört, bei Ihnen kann man Welpen kaufen. Und wieder. Die haben eine Kamera dabei. Und diese Kamera hat auch ein Mikro. Warum muss also ein Gedächtnisprotokoll erstellt werden, obwohl man bereits die Tonaufnahmen besitzt? Aus einem Grund. Man möchte die rote Linie, die man in seiner Reportage fährt, fortführen und darum auch gerne Einfluss nehmen auf das, was die Leute angeblich gesagt haben, um halt das Ergebnis der Reportage zu präsentieren zu können, ohne Zwischenfälle. Darum gibt es etabliert im Fernsehen das Gedächtnisprotokoll. Es ist eine Verarschungstechnik und keine Journalistentechnik. Kaufen? Ja, aber nicht einfach so kommen. Achso. Unsere Hunde haben einen europäischen Pass und Mikrochip-Nummer und da muss man vorher die registrieren. Also wir wollten, haben sie auf der Seite gesehen und haben gedacht, wir können ja mal vorbeikommen. Nein. Die Dame schickt uns weg. Die Hunde könnten nicht besichtigt werden. Wir sollen online bestellen. Wir wollen uns das Ganze von hinten anschauen. Es stinkt nach Hundekot. Wie eine Festung ist das Anwesen eingemauert, kaum einsehbar. Riesige Zwingeranlagen. Wir vermuten hunderte Hunde hier. Doch den Welpenzüchtern gefällt unsere Neugier nicht. Verschwinden Sie! Ich rufe die Polizei! Wir machen nichts Illegales. Wir haben das Gelände nicht betreten, filmen auf öffentlichem Grund. Das ist auch in der Slowakei erlaubt. Doch vor dem Haus wartet schon die Polizei auf uns. Die Beamten kassieren unsere Pässe ein. Man wolle uns mit aufs Revier nehmen, sagt man uns. Das wäre die Anweisung ihres Vorgesetzten. Und dann warten wir. Eine Stunde lang. Worauf wissen wir nicht so recht? Plötzlich kommt der Welpenzüchter angefahren, Roland T. Die da haben mit der Kamera in meinem Garten gedreht. Ich hab hier Ordnung. Wir haben alle Erlaubnisse für den Handel mit Tieren. Solange die Europäische Union das erlaubt, gibt's kein Problem. Wir waren nicht auf Ihrem Hof. Eine Straftat haben Sie damit begangen. Sie werden Schadensersatz zahlen. Nun wird uns doch ein bisschen mulmig. Und dann plötzlich... Das gebe ich Ihnen zurück. Ich bitte Sie, nicht mehr zu drehen und diesen Platz zu verlassen. Die Polizei fährt weg. Auch wir ziehen uns zurück. Doch vom Weiterrecherchieren lassen wir uns nicht abhalten. Wie legal ist die Welpenzucht von Roland T. wirklich? Wir haben uns Unterlagen vom slowakischen Katasteramt besorgt. Danach besitzt er zahlreiche Grundstücke. Auch Gebäude sind darauf eingezeichnet. Doch zahlreiche Zwingeranlagen fehlen, obwohl sie fest gemauert sind. Und da hast du stehen, wie die Fläche genutzt werden darf. Die Fläche darf vor allem oder befindet sich vor allem in einem bebauten Gebiet einer Gemeinde. Ja, jetzt kommen wir auf deutsche Maßstäbe zu sprechen. Oh, ja, Ja, das ist ein deutscher Move jetzt. Naja, okay. Ich würde sagen, wir gucken in Teil 2 weiter, weil ich glaube... Ich darf noch gar nicht so lange Videos hochladen. Wie lange laden wir jetzt? Ich weiß nicht. Hälfte jetzt. Nächste Hälfte machen wir morgen. Bis
dann Freunde.